Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir starten wie immer rechts auf dem rechten Bildrand. Gucken uns den Markt an. Und was haben wir heute Morgen? Wir haben heute Morgen, wir sind genau so mehr oder weniger in der Mitte der Range von 15,7 und 15,8. Wir sind aber aktuell heute etwas über dem Daily Pivot, das ist diese blaue Linie, das bedeutet Hochtief-Schlusskurs durch 3 ist der Daily Pivot und das heißt leichte Tendenz nach oben und ich würde bei 15,8 erstmal die erste Falle platzieren. So, das heißt, wenn der Kurs jetzt da reinläuft, auch nochmal zum Mitschreiben und der Markt wieder dreht, ist unsere erste Zielmarke Daily Pivot. Die zweite Zielmarke ist heute, liegt bei 8,36. Dann kommt 50, dicht gefolgt und dann haben wir the big number, respektive hier die Zone, wo der Kurs hinläuft, also da rein und unten herum ist das dann die Zielmarke. Ausgehend von dieser Box, wenn wir natürlich unterhalb sind, dann zeigt gehen wir darauf und haben hier unten. Gucken wir mal, wie sich der Kurs entwickelt. Jetzt aber die Frage an alle, wo kommt Carlos die Vola-Box rein? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Vola-Box in unserem Radar. Radar 15,752. So, was fällt uns da auf? Direkt beim Daily Pivot. Auf dem Daily Pivot, der ist nämlich auch bei 52. Das wird spannend. Die letzten Tage waren es spannend. Gucken wir mal, wie es heute wird. Es ist Donnerstag, 8.48 Uhr, 27.04.2023. Meine Damen und Herren, wir haben eine 13,35er Box direkt am Daily Pivot. Wir wechseln jetzt direkt in diesen Bereich. Normalerweise, wisst ihr, würden wir mit höherem Risiko arbeiten. Aber beim Daily Pivot und es ist Donnerstag, was eigentlich ein guter Tag ist, aber wir haben die letzten Tage gesehen, wollen wir jetzt hier nicht das Risiko zu groß machen. Das heißt, wir sind von 15 jetzt auf einer 13,35er Box und das wird also unsere erste Falle sein, die wir jetzt den DAX platziert haben. Von hier brauchen wir 14 Punkte nach unten. Das heißt, wir müssen unter den Daily Pivot kommen. Da hilft jetzt kein Weg dran vorbei. Und das wird stürmisch. So, 17 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. Blue Box als erste Falle heute Morgen. Und das ist auch einprägsam von 13,35. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Und wir sehen auch hier eine 12,5er. Kleine Boxen hier. Was ist hier los? Indikatoren, da muss ich einmal gucken. Ich habe gestern Schulung gehabt. Genau. Zack. 15, habe ich doch gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht. So. So, wir sind short im ersten Trade. Erster Trade short.
The Blue Box Breakout nach unten. Jetzt wird ja oben im zweiten multipliziert. So, wir müssen aber hier natürlich das ausmachen. So, sonst verfälschen wir natürlich die Statistik, was die Blue Box betrifft. Wir müssen also unterhalb des Daily Pivots kommen. Das ist die blaue Linie. Und die sollte 13, ist jetzt 15. So, Breakout nach unten. Und wir stehen kurz vorm Landeanflug. Danke, tschüss. Das war der Eröffnungstrade, meine Damen und Herren. Und für unser Videotagebuch, wir verabschieden uns jetzt von unserem Tagebuch und unserem YouTube und machen hier weiter. Wir haben linke Seite die Vola-Box, die auf uns wartet. Wünsche allen einen schönen Handelstag noch. Bis morgen.